Hallo und willkommen zurück zu Civilization 6. Wir sind jetzt im Frieden. Wir sammeln hier Envoys an, aber mit denen können wir so erstmal nichts anfangen. Hier haben wir jetzt auch alles fertig. Diesen Maximum Bevölkerung. Zur. Die Deutschen, die müssten wir, die sind halt am Science Victory weit dran. Norwegen hat auch angefangen. Aber noch sind wir ganz gut im Rennen dafür. Die brauchen zwei Runden. Wir sollten das hier sehr schnell hintereinander bauen. Wir könnten... Ja, und das werde ich auch hiermit machen jetzt. Also Stockholm, die hatten mit die höchste Produktion. Mit Preslav, aber Preslav ist ein bisschen... Oder die hier. Was war denn die Voraussetzung? Cannot be built on hills. Okay. Dann würde ich sagen, versuchen wir das. 68, 73, 74. Die haben 74 Produktionen. Könnten wir das hier hinbauen? Naja, Brüssel hat am meisten. Dann können die das auch noch beschleunigen. Ach, die müssten das erst noch reparieren. Ach, da oben haben wir noch einen. Da kann man einen Seaside Resort hinbauen. Dann schicken wir den mal dahin. Der kann dann da gleich mithelfen, das zu bauen, zu pushen. Der macht das. Vier Runden, der muss hier reparieren. Fangen wir da an. Wahrscheinlich wäre es aber sogar besser, wenn wir das in mehreren bauen. Die das hier zusätzlich auch noch bauen. Oder die 68. Ja. Oder die mit 73. Wir könnten das ja auch sogar direkt daneben bauen. Die steigen ja auch bald, dann kriegen sie noch mehr. Ja, dann machen wir das damit. Dann nehmen wir die beiden Teils. Dann sollten wir da auch noch weiter Handelsrouten hinschicken. Das könnt ihr vergessen. Haben wir das nicht selber?
Anscheinend nicht. Ja. Nö. Das sehe ich nicht so. Was? 24 für 30. Was wollen denn die? Das eine oder andere Silo können wir hier sicherlich auch bauen, um gegebenenfalls Angriffsgruppen zu sprengen. Atomic Era. Ja. Die Mars-Mission, das Moon-Landing ist hier. Da sind sie also noch eine Ecke weiter, weil die auch noch das hier haben. Advanced Flight. Also im Multiplayer sollte man auf jeden Fall gucken, dass man auf jeden Fall zuerst Richtung Nuclear Fission geht. Wir werden jetzt hier unten auch die Sachen mal wieder nachziehen, weil die dauern halt immer eine Runde. Also schneller als eine Runde geht's halt nicht. So. Die haben... Die sind auch immer am Reparieren. Okay. Die bauen jetzt... Da müssen wir erstmal das hier. Die können den Trader bauen. Den hier haben wir gleich. Great Engineer Point. Die könnte man theoretisch kaufen. Machen wir auch. Die bauen den Spaceport nicht. Die bauen... einen Bilder, auch wenn der... Ne, die können hier unten. Das dauert eine Runde, aber da haben wir nichts von, oder? Oh, okay. Das ist vorbei. Space Race Projects. Scientists. Das wäre natürlich super. Okay, Campus Research. Da müssten wir uns aber massiv ranhalten, wenn wir das bekommen wollen. Powerplant. Powerplant. 14 Runden. Hier sind auch eine Menge Schrottteils, also eine Menge. Den Hilda auf jeden Fall. Das hier ist auch ein Schrottteil. Die Berge können wir auch nicht nutzen. Dann machen wir den Hill mal. Der muss rasten. So, und hier müssen wir abändern. Ganz schnell. Die bauen den Spaceport. Swap. Dahin. Damit erhöhen die ja noch den Adjacency-Bonus. Ach, die brauchen mehr Population dafür. Scheiße, okay, das kann ich vergessen. Dann müssten die das noch... 69... 65. Dann machen die das noch. Bräuchten wir hier aber einen ordentlichen Spot. Na, die Stadt war... Da habe ich eigentlich damit gedacht, dass die noch mehr Produktion bekommt von den... Factories, die da drumrum sind, aber das war wohl nichts. Das ist zu weit außer Reichweite. Da macht es halt Sinn, wenn man in der Mitte noch irgendwo Spots hat, dass man das, dass man die Städte dann da reinbaut.
38 ist zu wenig. 69. 65, 66. Ja, dann würde ich sagen, bauen die das. Spaceport. Die sind nebeneinander, die drei. Das heißt, die kriegen da diesen Bonus. Ja, ich denke, das machen wir dann dahin. Drei Charges. Russland und Griechenland sind im Krieg. Hat wieder irgendwer ein Wunder gebaut. Broadway. What gunpowder did for war? Das heißt, wir haben da wieder eins erforscht, können dann wieder rüber wechseln. Auf Advanced Flight, das brauchen wir für Satellites. Die Biplanes, die werden wir auf jeden Fall nicht bauen. Den hier können wir jetzt benutzen. Das ist so pervers stark, also das ist komplett imbalanced, wenn man das dann am Schluss bekommt. Dann kann eigentlich nur der gewinnen, der diese ganzen Dinger bekommt. Hier haben wir auf jeden Fall deutlich am meisten, aber wir müssen auf jeden Fall ordentlich dieses Robotics. Ja, es sei denn, man hat halt doppelt so viel Forschung wie die anderen. Can purchase with faith. Was können wir denn damit? Ein Missionar. Ja, super. Glückwunsch. Vergessen. Dann werden wir die mal ein bisschen umsatteln. Also die brauchen auf jeden Fall keine Produktion mehr. Jetzt gucken wir mal gerade. Panther und die da, Mumbai, die haben glaube ich noch nichts. Panther, doch, Mumbai, die haben beide. Gut, dann setze ich das jetzt vor allem da rein, um die zu verstärken. Nehmen wir den hier als primären Bilder. Den können wir nächste Runde. Repair. Der baut nochmal einen Bilder. Powerplant. Research Lab, Powerplant. Den hier sollten wir bekommen. Reparieren. Wupp. Bridget. Der sollte dahin. Wieso ist er jetzt darüber geflutscht? Das macht genauso wenig Sinn wie von da, also genauso viel Sinn.
Der hat 4 Charges, der hat 2 Charges. Macht im Grunde keinen Sinn, den da jetzt auch hinzuschicken. Zumal wir nachher sowieso nur mit dem hier erstmal bauen. Das hier brauchen wir für die Mars-Mission, falls es noch nötig sein sollte, da mit dem zweiten gleichzeitig zu bauen. Skills, okay, wunderbar. Die sind fast fertig mit der Mondlandung. Wir könnten auch mal die anderen gucken, aber Culture hat noch niemand irgendwas. Aha. Stoffe und ordentlich Geld. Davon haben wir sowieso, ja. Many thanks. Und Religion, ja, mit so vielen Civs können die keinen Religionssieg schaffen. Mit 2 Spielern ist das natürlich locker machbar. Ein Apostel! Super. Jetzt haben die 72 Produktion, die haben 67, die haben 84, 87, 88. Das ist schon gut. Bam. Bam. So, was steht hier noch in Flammen? Das sind Districts, die kann man nicht reparieren, also nicht mit dem. Das haben die ja schon ganz gut kaputt bekommen. Die haben aber halt auch kein Stück Produktion in der Stadt. Da hätte ich auch nur eine Route hinschicken sollen. Machen wir das hier. Und die können das hier abholzen, um das zu boosten. So, Campus Research. Denn den hier will ich haben und das wird verdammt knapp. Campus Research. Das hier muss auch repariert werden, richtig? Ja. So, die sind das hier im Moment weiter am Erforschen. Dann machen sie erstmal das hier in einer Runde fertig und wechseln dann wieder. Sehr schön, das boostet hier die Produktion ganz gut, weil die sonst nichts haben. Steht jetzt hier auf 10 und da auf 9, kann man direkt sehen, dass es um 1 verbessert wurde. Ja. Ja, ist ja schön. Ist ja glücklicherweise sehr weit weg. Ja, ist ja gut. Peter und Barbaros, das ist gut. Die Deutschen, die haben da einen Krieg verdient. Dann fallen die vielleicht ein bisschen zurück.
Thank you. Ja, das machen wir gerne. Zu Fuß. Das ist fertig. Dann werden wir weiter das hier erforschen. Die könnten den Sewer bauen. Die Stadt muss ich nicht boosten. Die hier wollte ich boosten. Die müssen den dämlichen Campus doch nur reparieren. Was kann denn da so... Der muss ja schon extrem in Stücke geschossen worden sein. Der hat minus 78 von 268. Und die haben kein Stück Produktion. 17. Ja gut, bis die da fertig sind, das dauert ewig. Das macht eigentlich keinen Sinn. Dann machen wir das dahin. 4. 7. Ja, das war ordentlich. Weil mehr Wald haben die da auch gar nicht. Das hier können wir noch verbessern. Das, die stehen bei denen im Gebiet. Mhm. Was sagen die großen Persönlichkeiten? Nee. Naja, wenn die das fertig haben, können die auch damit Science Boosts bauen. Noch irgendwas hier machen? Ja, wir könnten den da hinstellen. Der andere ist verbraucht. Der hat noch zwei, das passt. Ja. ...277 Forschung. Viel mehr wird es aber auch nicht werden, fürchte ich. Na, der hier geht noch. Physik. Das Ding ist fertig geworden, hat das auch ein bisschen geboostet. Direkt nochmal bauen. Research Lab, 27 Runden. Na, super. Die könnten aber den ganzen Wald hier abholzen. Und das könnte... das könnte hier durchaus helfen. Das hier können wir reparieren. Der ist verbraucht. Aha.
Okay. Schwupp. In einer Runde haben die Advanced Flight und unten, das ist auch fertig. Die könnten dann theoretisch einen Zoo bauen. Im Moment habe ich dafür aber keine Zeit, weil ich diese Research-Dinger bauen muss. Also ob das so klug war, das zu erforschen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Military Academies, da haben wir auch nicht viel von. Also viel Leh von. Es wird wahrscheinlich auf Civil Engineering rauslaufen als nächstes, aber da haben wir dann auch den Spaceport fertig. Noch zwei Ladungen hat der. Naja, jetzt können wir dort eine Farm hinbauen. Die rüsten aber ihre Einheiten halt doch nicht auf, die Gegner. Die kommen immer nur mit Armbrustschützen und Rittern an. Nice job, keeping them happy. Mhm. Sure, jets are fast and economical, but oh my, had I been present at the creation, I would have given. Jawohl. Hatten wir irgendwas Sinnvolles dazu? Ich glaube nicht. Die Amenities könnten wir erhöhen, was aber nicht nötig ist. Die Research. Industrial Zone Adjacency Bonus wäre natürlich cool für schnellere Produktion. Wir könnten das nehmen statt dem Gold. Kriegen wir ein bisschen weniger Gold, aber Gold haben wir im Moment auch genug. Solange wir da eine positive Bilanz haben, ist es okay. Satellites in zwei Runden und dann können wir das Ding hier auch bauen. Moon Landing. Das haben die fast fertig. Und dann müssten wir halt den ganzen anderen Quatsch erforschen. Das könnte noch das Problem werden. Das Gute ist jetzt hier, dass wir zwei Sachen gleichzeitig machen können. Also die bauen jetzt erstmal wieder Campus Research. Jetzt so sind vier Runden gebaut. Na, mach mal Campus Research. Wie sieht's hier aus? Das hier haben wir bald. Haben wir jetzt 31. Also zwei. Nicht ganz zwei Runden. Dann machen wir das zu zwei Runden. Dann machen wir hier einmal Industrial Zone Logistics. Die bauen jetzt den Satellite in acht Runden. Und in zwei Runden können wir dann hier das andere bauen. Dann bauen wir die beiden Dinger parallel. Civil Engineering, ja, genau. Das können wir jetzt schneller machen.
So, die können hier nichts bauen. Deshalb machen die Industrial Zone Logistics. Falls das da überhaupt noch Sinn macht, das weiß ich nicht. Falls danach noch einer kommt. Ich glaube, danach kommt noch einer, der 2000 macht. Den würden wir wahrscheinlich dann nicht bekommen. Vielleicht doch, wenn wir alles auf Industry umstellen. So, die haben das erste Ding gebaut. Hat lang genug gedauert. Factory. Ja, die bräuchten eigentlich einen Arbeiter mit einer Ladung, der dann einen Hill baut. Damit würden die auch eine Adjacency mehr bekommen. Antiquitäten, 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 ganz viele Antiquitäten. Weil ich glaube, so einen Antiquitäten-Fuzzi können wir nur bauen. Wenn wir das entsprechende Gebäude haben, richtig? Requirements, Archaeological Museum. Ja, haben wir natürlich nicht. Das bräuchten wir hierfür. Das ist aber sowieso eine Sackgasse. Das Museum. Da könnten wir das auf 21 jetzt setzen. Hätten wir fast. Wenn wir das hier bekommen würden, das würde ordentlich was bringen. Da bräuchten wir noch zwei mehr. Ach, hier steht das, wie viele die haben. Bräuchten wir sogar drei mehr. Ne, zwei mehr für Suzerain, okay. Aber die werden das wahrscheinlich auch noch verbessern. Die könnten dann eine Farm bauen, aber ich will eigentlich. Benutzen die davon? Ja, okay, dann machen wir eine Farm dahin. Mhm. Reparieren. Ja, ist okay. Die haben das immer noch nicht fertig, das Moon Landing. Da ist der Great Person. Ne, gar nicht wahr, das ist der andere. Den anderen bekommen wir nächste Runde. Das ist ein Great General. Na gut. Da müssen wir jetzt Campus Research machen. Eine Runde, ja, wunderbar. Dann können die dann. Und der hier. Der kann jetzt nach unten. Die machen da noch eine Farm hin. Und dann können wir da noch eine Farm hin machen. Und dann haben wir eine Dreierfarm. Und dann werden die alle gebufft. Also, da können wir. Upp.
Und weg mit dir. Wo haben die denn ihr... Das hier. Damit würden die auch noch geboostet werden. Das ist ein Envoy, das ist ein Envoy. Combustion. Sollten wir vielleicht doch in Angriff nehmen. Ach, das war das zu dem Artefakt. Ah. Da müssen wir irgendwo einen Industriedistrikt hinbauen. A satellite has no conscience. Die Deutschen haben nur 2 Städte. Und da haben die den Spaceport. Ach so, nee, das sind die einzigen beiden Städte, die wir sehen. Okay. Ich dachte, wir hätten gerade den Satelliten ge... Doch, haben wir doch gelauncht. Nee, haben wir nicht gelauncht. Das kommt noch. Forschung. Ja, das... Die Satellites haben wir hier fertig. Moon Landing. Die Mechanized Infantry könnten wir jetzt bauen, aber wir müssen unten das nachziehen. Wir machen jetzt das hier und dann nehmen wir wieder eins von vorne. Den hier können wir nehmen. Den benutzen wir aber für spätere Space-Projekte, nicht für jetzt. Zumal wir ja den hier haben wollen und den das komplett boosten wird. Der hier ist Rotz. Den brauchen wir eigentlich nicht zu boosten. Und da unten können wir nicht viel tun. Moment, die haben... Das Teil, was auch nicht schlecht ist. Dann werden die mal darüber, um das zu reparieren. Die können jetzt... Ach, das andere muss gebaut sein, damit die das starten können. Das habe ich vergessen. Ja, okay, dann bauen die das erstmal weiter und die müssen da weiter dran bauen. Oh. Ich gehe dann mal. Na, das habe ich nicht bedacht. Dass man die beiden nicht gleichzeitig bauen kann. Hier würde es sich vielleicht lohnen. Wir haben doch noch irgendwo einen Arbeiter. Ne, das ist zu weit unten. Der hier, den kann man nehmen. 2 Charges, dann nimmt er jetzt den. Den einen Charge kann er hier benutzen. Dann können wir da noch ein bisschen Produktion rausholen. Wir könnten dann noch die Wälder abholzen. Machen wir dann auch. Ja, kaufe ich, wenn er da ist.
Weil das nächste, das müssten wir dann auch quasi boosten irgendwie. Können wir noch eine... Ne, einen Trader können wir nicht nochmal bauen. Das war eigentlich Unsinn jetzt, den weiterzumachen. Wir hätten Science schon anfangen müssen. Aber die geben natürlich jetzt nochmal einen ordentlichen Science Boost. Damit könnte man das andere dann sofort wiederholen. Barbaren. However beautiful the strategy. Phew. Jawohl. Von denen hier oben können wir noch nicht mal was nehmen. Robotics. Mars Habitat. Das könnten wir danach nehmen. Könnten auch erstmal Steel. Und mit Steel könnten man hier das erforschen. Have a government with 8 policy slots. Das kommt schon noch. Advanced Ballistics. Aber es wäre halt schon cool, wenn wir das anfangen könnten zu... Es sind aber auch nur 3 Runden da oben, das. Extract an Artifact. Na, machen wir mal das. Ich sollte irgendwo... Machen wir das jetzt hier. Die steigen auch in einer... Die können jetzt 7 sogar bauen. Ja, dann machen die das. Die bauen ein Theater Square. Und dann werden wir irgendwo einen... hier können wir sogar einen Adjacency-Bonus raus. Ne, können wir nicht. Da können wir 1 Kultur sammeln. Wahnsinn. Ja. 3 Runden. Factory Repair. Die bauen Commercial, ne, Campus Research. Campus Research. Der wartet. Rüber, dahin. Das hier muss geboostet werden. Der muss rasten, damit... Na, eigentlich muss der da irgendwie dann vorbei. Naja, bis die den haben, dauert es Ewigkeiten. Aber ich muss mich trotzdem auf den hier konzentrieren. Der hier ist quasi ein Must für die anderen Projekte, die dauern sonst Jahre. You and I come by road or rail. Okay, research. Das nächste. Replaceable parts dauert 3 und 3 musket men. Das könnten wir theoretisch machen, indem wir die hier zu musket men machen. Wir haben, glaube ich, einen. Irgendwo. Damit könnten wir uns
wahrscheinlich ein oder zwei Runden Science sparen. So teuer ist das gar nicht. 180. Dann können wir die auch nach rechts zur Verteidigung stellen. Mhm. Ja, es ist immer noch zwei Runden, aber halt mit Overflow. Government mit 8 Policy Slots, das dauert noch ewig. Das sind 7 Runden. Plus die beiden, das sind 21 Runden. 28 Runden und dann eins von denen, das sind 36 Runden. Das ist schon extrem. Wenn wir da jetzt keine zusätzlichen Boosts bekommen. Da gibt es keinen Boost. Das ist aber auch sehr wenig. Die haben wir geboostet. Ja. Den Rest haben wir alles geboostet. Also da werden, das wird so ewig dauern. Irgendwas, was viel Produktion bringt. Preslav. Wunderbar. Wupp. Das hier könnte man theoretisch auch kaufen. Das mache ich auch. Dann wachsen die schneller und produzieren nochmal besser. Und müssen sich jetzt nicht mit dem Ding darum ärgern. Ist natürlich jetzt ein Haufen Geld gewesen. Aber jetzt kommt es tatsächlich auf jede Runde an. Wir werden auf jeden Fall das jetzt erstmal. Naja, wobei das andere beschleunigt das. Improvement makes straight roads. Überholt. But the crooked roads without improvement are Urbanization. Wieder alles kaputt gemacht. Da hinten haben wir ein Relikt zum Ausbuddeln. Das würde dann schon ziemlich schnell gehen. Wir müssten jetzt wieder 3 Runden für diesen Mist investieren. Ne, die bauen das hier mal fertig. Ich hoffe, dass das Museum auch verhältnismäßig schnell geht. Campus Research. Campus Research. Wenn die das den Wissenschaftler haben und der nächste ist Schrott. Dann... dann könnten die auch was anderes machen als Research. Wie beispielsweise ein Stock Exchange. Aber im Moment muss ich einfach alles auf Forschung bringen. Research Lab. Sehr gut. Da haben wir noch ein bisschen Potenzial. So, da drauf. Das können wir jetzt noch nicht mal mehr kaufen. Das ist uncool.
Ist doch auch Hill, oder nicht? Hills. Mine drauf. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld wieder brauchen. Die können einen Commercial Hub bauen. Das ist ein Hill. Und da steht ein Industry District daneben. Da brauchen wir lieber eine Mine drauf. Dahin. Reparieren. Da konnte man, glaube ich, auch nichts großartig neu machen. Bilder verbessern ist eher Wurst. Mhm. Da sind sie Einheiten am Bauen. Ich hoffe mal, dass uns nicht auf den letzten Metern noch jemand angreift und durch Warbearing die Produktion dann runtergeht. Many of us take better care of our own. Das haben sie fertig. Die haben aber hiervon noch nichts researched. Doch, eine Sache researched. Aber noch nichts gebaut. Mit dem Research sind wir, denke ich, im Vorteil. Mit dem Bauen weiß ich nicht. Das mit den 8 Policy Slots werden wir nicht schaffen. Im Moment haben wir aber noch Zeit mit dem Researchen. Solange wie die das hier auch noch bauen müssen, 2500. Wenn das gebaut ist, dann sollten danach alle drei Sachen möglichst gleichzeitig gebaut werden. Naja, alle drei Sachen geht nicht. Also sollten, ja. Vielleicht doch alle drei Sachen, aber dann müssten wir noch einen Spaceport bauen. Das könnten die sogar machen. Wäre noch eine Möglichkeit. Ja, die könnten jetzt den Markt bauen. Der bleibt hier einfach stehen. Abwarten. Er hat da eine Mine gebaut. Hier können wir auch eine Mine bauen. Damit erhöhen wir die Produktion von dem Ding auch noch. Ach so, das sollen sie natürlich nicht bauen. Die sollten... Es braucht ein Amphitheater. Gut, das haben wir in einer Runde. Er kann auch dahin und erstmal den Wald abholzen. Dann rüber reparieren. Disable the spaceport in this city. Machen wir erstmal das hier. Das dauert ein paar Runden. Aber wenn wir den Spaceport ausschalten können, wäre das schon sehr vorteilhaft. Das sollte aber dann natürlich auch erfolgreich sein. So, dann haben wir hier wieder Science, was fertig wird. Dann sollten wir das fast haben. Eventuell können wir uns das mit Faith auch noch den Rest kaufen. Plus 2,2. Also langsam braucht man wieder Geld.
Ja, sooner als später. Never criticize a rifleman until you've walked a mile in his. Gut. Dann werde ich hier erstmal wieder einen Schnitt machen und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!